3 Tage Pause, meine Damen und Herren, auch wenn es nicht absichtlich war. Da geht's in Urlaub. Schönen guten Tag, YouTube. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge Jutke Dizzy. Demjenigen, der kein ACC fährt, aber trotzdem sehr viel Erfahrung im Racing hat und somit den einen oder anderen Fall dank LFM einschätzen darf und kann. Kleiner Disclaimer. Bevor Sie das hier überhaupt sehen, sitzen mehrere Menschen davor und bereiten das hier vor und schauen sich die Fälle an. Das heißt, nicht nur ich alleine habe hier entschieden, sondern dieses Potpourri wurde für Sie da draußen vorbereitet, um Sie A, zu unterhalten und B, Ihnen eventuell, falls Sie Fahranfänger sein sollten, etwas beizubringen. Und heute haben wir für Sie wieder ein wunderschönes Potpourri an Fällen vorbereitet. Und der erste Fall befindet sich wieder in Großbritannien. Sie merken, die Woche über waren wir sehr viel in Großbritannien. Da war einiges los. Und mit einiges meine ich einiges. Auch hier wieder, naja, das Wetter ist eher so durchschnittlich. Wir sind wieder mit einem britischen Fahrzeug unterwegs. Der guten alten Zwiebacksäge, falls Sie es nicht kennen, werden Sie gleich wissen, was die Zwiebacksäge ist. Sie hört sich nämlich so an wie eine Zwiebacksäge. Schmeißen wir uns doch einfach mal rein. Wir sind kurz vor der Schikane. Da kann schon einiges passieren. Es kann sich, naja, die Schikane hat so ein bisschen ein paar Überraschungen übrig auf Donington. Gucken wir doch mal. Oh. Oh, es ist gar nicht die Schikane. Eieiei, der Rejoin war auf jeden Fall nicht so schön. Jetzt müssen wir erstmal ganz kurz in die Akten. Man muss dazu sagen, der McLaren hat jetzt den Ferrari reportet. Der Ferrari hat das abgelehnt, aber hat dazu nichts geschrieben. Das sah mir so ein bisschen nach einer klassischen Taucherbrillenaktion aus, die nicht gut ging. Nee. Also vielleicht jetzt nicht beabsichtigt, aber das war schon Towerbrille. Über den Rejoin müssen wir nicht reden. Wir können ihn für diesen Rejoin nicht ahnden. Okay? Wir können ihn dafür nicht ahnden. Das geht nicht. Rein rechtlich gesehen ist das kein geiler Rejoin. Glücklicherweise ist dem Porsche nicht passiert. Wir können nur das, was vorher hier reported wurde, bearbeiten. Und das sieht mir schon ein bisschen danach aus, als wenn der Ferrari, ich weiß auch nicht so genau, was der sich dabei gedacht hat. Nee, er geht auch von der Bremse nochmal runter, der Ferrari. Also so, dass er noch ein bisschen Schwung mitnehmen kann. Alrighty then. Das würde ich sagen, ist eigentlich dann schon so ein bisschen ein klarer Fall. Da müssen wir ahnden. Das ist causing a collision. Das muss nicht unbedingt sein. Das gibt 0,6 abgezogen an der Stelle. Was haben wir denn als nächstes für ein wunderschönes Potpourri? Ich lese forcing another car off track in Lap 1. Und wir sind in Barcelona. Hui, hui, hui. Oh, ich habe mit allem gerechnet. Aber wir befinden uns an einer ganz anderen Position. Wir befinden uns mal wieder on the German 500 Meter Autobahn mit dem grauen Zeichen und den schwarzen Strichen und dem schwarzen Kreis drumherum, wo danach die 30er-Zone kommt. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt hier ausgeht. Ich habe das Gefühl, es könnte bitter werden. Oh no. Oh no. Eine Witzka, da wurde aber, das war schon ab Neutauchen. Oh, da hat aber jemand seinen Bremspunkt ziemlich hart verpennt. Da hat sein Bremspunkt, der hat den Bremspunkt richtig hart verpennt. Eieiei, da ist glaube ich einfach, da wurde geschlafen.
Nee, da wurde nicht mal geschlafen. Der hat einfach ganz normal gebremst. Aber er hat so gebremst, als wenn dort keiner wäre. Also der Bremspunkt war okay. Der Bremspunkt war okay. Also das war jetzt nicht zu spät oder richtig wild und das ist auch nicht intentional. Ich denke, das war jetzt hier der Versuch auszuweichen, weil er gemerkt hat, dass er sehr nah an den Mustern kam und hat dann hier den BMW getroffen. Das war definitiv nicht zu spät. Definitiv nicht. An der Stelle, kleiner Hinweis, es wäre gut, in solchen Situationen vielleicht 1-2 Meter früher zu bremsen. Also, dass man die Situation ein bisschen, naja, ein bisschen sachter angeht, als wenn dort keiner ist, weil, ne, also im Verkehr fahren ist nicht gleich Bremspunkte hotlappen. Das vergessen auch 1-2 Leute des Öfteren mal, dass der Rennverkehr nicht gleich normaler leerer Trainingsverkehr ist, ne, an der Stelle. Kann alles passieren, ist nicht weiter wild, ist ärgerlich, dass es passiert, ja, definitiv, aber ist jetzt nicht so, als wenn wir das nicht alle schon mal hatten, gerade am Anfang, wir waren wieder bei den Rookies unterwegs. Da fehlt halt einfach an manchen Stellen noch ein bisschen die Erfahrung. So, was haben wir denn jetzt noch? Eieiei. Donington Park. Donington Park, meine Damen und Herren. Das sieht wieder nach so einem Fall aus, den wir vor kurzem auch gerade bei Jansky mal gesehen haben. Es sieht so aus, als wenn Leute da überholen wollen, wo man eigentlich nicht überholen sollte. Ich muss das hier ganz kurz mal gegenchecken, ob das funktioniert mit dem Videomaterial. Das sollte funktionieren, fantastisch. Okay, dann können wir uns mal den Film anschauen, was hier passiert ist. Das ist eine sehr interessante Stelle zum Fighten immer. Also der McLaren reportet. Den Ferrari? Gucken wir doch mal nochmal genauer hin. Also der McLaren hier an der Stelle hat zu früh eingelenkt. Wenn wir jetzt mal gucken, wie der Ferrari fährt, der fährt normal und der McLaren fährt schon sehr, also wir kommen zu einem Punkt. Wir kommen zu einem Punkt, wo die sich kreuzen. Also das würde ich auch als Rennunfall werten an der Stelle, weil es ist jetzt A, erstmal nicht großartig, was passiert und B, hat der im Grunde genommen der McLaren sich alleine abgeschossen, weil Platz war genug daneben. Es ist jetzt hier in dem Fall einfach blöd gelaufen auf der Strecke, dass sie halt kleines Missverständnis hatten. Aber ich würde trotzdem jetzt nochmal ganz kurz die Akten lesen wollen. Hä? Also der Gegner hat gesagt, I'm guilty, but the report is wrong? Ich bin maximal verwirrt, was das hier ist. Okay, der Ferrari sagt, er ist schuldig, aber der Report ist falsch und der McLaren beschwert sich darüber, dass seine Reifen kaputt sind. Aber das ist no further action. Okay, verrückte Situation zwischen den beiden. Ist no further action. Wie ich gerade schon erklärt habe, der McLaren hat sich mehr oder weniger ein bisschen selber ermordet an der Stelle. So, einen Fall haben wir noch. Was haben wir denn hier bei dem Fall? Oh no, oh. Oh, okay. Meine Damen und Herren, wir sind in Barcelona. Wir sind in Barcelona. Wir sind in Runde 1 und wir fahren die Start-Ziellinie runter. Es könnte eventuell sein, dass wir ein, ich sage mal, fast typisches Barcelona-Rennen sehen mit einem fast typischen Start. Ich bin sehr gespannt. Wir gucken rein. Schieß ab den Flummi. Ich bin ganz ehrlich, damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Der hat mich jetzt wirklich kalt erwischt. Damit habe ich nicht gerechnet. Nope. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit.
Das ist ein Fall, der ist wirklich ärgerlich. Das ist ein Fall, der ist wirklich ärgerlich. Ich erkläre euch auch gleich, warum. Wir müssen nur noch mal rausfinden, wie viele Autos involviert waren in die Geschichte. Eins, zwei, drei, vier. Theoretisch sind es vier. In der Theorie sind es vier. Eins, zwei, drei, vier. Die anderen weichen aus. Das sind sehr strenge vier, ja. Aber die Strenge kommt auch nur deswegen. Weil das hier, also... Okay, pass auf. Lass mich das, das ist ein sehr, sehr emotionaler Fall. Nicht nur für uns, sondern auch für den Fahrer gewesen. Ich versuche mich mal, also ich erkenne mich gerade wieder in einem Fall, den ich selber mal verursacht habe. Folgendes passiert hier. Der Fahrer per se ist ein sehr rücksichtsvoller Fahrer. Dem wird wahrscheinlich auch noch nie wirklich viel vorgeworfen worden sein in LFM und der wird auch nicht wieder viele Reports haben. Lass mich das kurz nachgucken. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Also der Fahrer an sich ist sehr rücksichtsvoll. Du merkst das hier, er fängt an zu liften. Okay, er war aber gar nicht darauf vorbereitet, dass jetzt er da vorne bremst. Warum auch immer. Er tritt in die Bremse und er reagiert ganz, ganz spät. Keine Ahnung, ob er geträumt hat oder auf jeden Fall war er nicht bei der Sache. Hat sich jetzt hier gedacht, okay, scheiße, ich schieße drüber, ich weiche aus. Okay, er weicht jetzt aus, dann passiert das hier. Er bremst sogar nochmal ab, weil er halt sich denkt, okay, scheiße. Was ist jetzt die richtige Reaktion nach diesem Ding? Bremse ich ab, bleibe ich stehen, lasse ich alle durch? Okay, scheiße, hat er sich auch falsch entschieden. Jetzt ist er komplett verballert, weil ihm das halt passiert ist und ihm das unangenehm ist. Und dann macht er das hier. Und das ist für mich persönlich ein Verhalten, was ich wiedererkenne in Menschen, die eigentlich rücksichtsvolle Fahrer sind, denen dann mal richtig so ein Malheur passieren. Weil du siehst das hier, er geht runter und dann ist so, oh shit, ich hab gepennt. Okay, ich weiche aus. Und dann passiert halt das hier. Nichtsdestotrotz, an der Stelle waren vier Autos involviert in der ganzen Geschichte. Und da gibt es eine Pause. Der Rejoin am Ende, naja, das ist so ein bisschen, muss jetzt nicht sein, dass man da dann nochmal... sowas hat. Und das ist sehr, sehr streng. Möchte ich jetzt extra nochmal sagen, das Urteil ist wirklich streng. Rein rechtlich gesehen, der vierte ist jetzt halt, ne, so ein bisschen bumpy bumpy. Könnte man vielleicht noch ein Auge zudrücken, deswegen ist es immer streng gehalten und bei Runde 1 ist sowieso immer ultra streng. Weil genau das soll ja eben nicht passieren in den Rennen. Das ist 3 Tage Pause. Meine Damen und Herren, auch wenn es nicht absichtlich war. Da geht es in Urlaub. Da geht es in den Urlaub. Die Message hat mir auch sehr gefallen. Die Report-Message. Oh boy, war die Nachricht. Und damit haben wir mal wieder unser Potpourri an wunderschönen Fällen der LFM abgearbeitet, durchgearbeitet und fertig für diesen Monat. Wir sehen uns im nächsten Monat wieder. Wenn es wieder heißt, Hammer oder nicht Hammer. Und der Hammer bedeutet hier nichts Gutes. Da draußen im Gerichtssaal, wenn Sie möchten, können Sie jetzt nochmal Ihr Zukunfts-Ich grüßen. Und währenddessen wir bei YouTube sind oder Sie das gucken, können Sie natürlich auch in die Vergangenheit grüßen.
Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie heute dabei waren. Schreiben Sie doch einfach mal einen YouTube-Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Hauen Sie mal noch ein Däumchen drauf. Oder sind Sie vielleicht das nächste Mal dabei, wenn wir das hier aufnehmen sollten? Wir sind im Twitch-Stream immer live von Mittwoch bis Sonntag ab 14 Uhr. Falls es da eine Planänderung gibt, können Sie auch bei Instagram mir folgen. Da gebe ich dann Bescheid, wann dem so ist, wenn es eine Planänderung geben sollte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen fantastischen Tag. Au revoir. Ciao, Kakao. Bis in Dance.